Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu NBA 2K21 auf der PlayStation 5 und ein Duell, auf das ich mich ganz besonders freue, denn ich habe noch eine Rechnung offen mit Zion, der mir ja im ersten Matchup einen Posterize reingedrückt hat und den wollen wir ihm heute zurückgeben. Aber erstmal gehen wir rein in die Entwicklung, denn wir haben hier eine neue Plakette, die wir vergeben dürfen. Und wir haben jetzt gerade eben Catch and Shoot auf Silber. Limitless Range auf Bronze, also generell noch sehr, sehr wenig Plakett, ne? Wie oft Catch and Shoot? Ja, doch, aus der Corner habe ich schon das ein oder andere Mal Catch and Shoot, deswegen mache ich das jetzt mal hier auf Gold. Und dann gehen wir rein in die Entwicklung, denn wir dürfen... Ja, wir dürfen wieder ein bisschen raushauen. Blocken sind wir noch richtig schlecht. Stärke fehlt uns, glaube ich, das ein oder andere Mal im Post auch. Passing ist schon sehr, sehr... Ist schon sehr, sehr genau. Ja, ich würde jetzt einfach mal die Stärke hochhauen. Offensiv-Rebound. Brauchen wir so gut wie nie. Blocken können wir raushauen. Defense in der Zone. Vielleicht auch. Ja, dann sind wir sowieso schon bei einer 89. Wir haben doch in der letzten Folge 90 freigeschalten. Aber zu 100.000% haben wir... Okay, aber gerade eben geht nur eine 89. Ich baller jetzt einfach mal raus. Dann sind wir nämlich da in der Defense auch nochmal wesentlich stärker und können uns, glaube ich, auch im Post das ein oder andere Mal ein bisschen besser durchsetzen. Und damit sind wir dann eine 89 und... Ja, strange. Also, wir können gleich nochmal gucken, ne? Wenn nach dem Spiel sehen wir dann immer die Gesamtwertung. Wir sind da letztes Mal auf eine 90 gekommen. Okay, ist wie es ist. Es geht rein gegen die Pelicans, dann das nächste Mal gegen die Timberwolves. Dann eigentlich, boah, die nächsten Spiele, die kann man eigentlich alle zocken, weil die alle relativ geil sind. Aber wir wollen natürlich auch langsam ein bisschen vorwärts kommen. Jetzt lass uns aber erstmal... gegen die Pelicans spielen und gegen Zion, wenn ich sie dann auch jetzt wieder finde. Ja, hier sind sie, Abfahrt. Gegen die Pelicans, die für viele da draußen, ja, so ein zweischneidiges Schwert sind. Zweischneidiges Schwert? Zweischneidiges, warte mal, müssen wir ganz kurz nachgucken. Zwei? Tatsächlich, ja, zweischneidiges Schwert, stimmt schon. Es kam mir irgendwie gerade so komisch vor. Die einen glauben, Zion hat die Möglichkeit, dieses Team in die Playoffs zu führen. Die anderen sagen, no way. Ich bin auch ehrlich gesagt eher in der Fraktion. Auf keinen Fall. Dieses Team ist einfach sehr, sehr jung und wird, glaube ich, einfach viele Spiele auch über die Defense verlieren. Alter, da wird einfach mal direkt versucht, auf hart zu passen und in die Zone reinzugehen. 19-14. Okafor macht die Punkte. Schöner Post-Move. Deswegen, ja, Pelicans, da muss Zion schon echt richtig rasieren. Apropos rasieren, wir spielen den ersten Pass und es gibt den ersten Assist, weil wir sind natürlich die alten Playmaker. 21-16, das letzte Spiel gegen die Trailblazers. Hat Spaß gemacht, auch wenn es am Ende dann doch irgendwo, ja, nicht spannend war. Weil die Führung war eigentlich immer so, dass man sich jetzt keine Gedanken machen musste. Oh, da ist die Defense on point und da ist die Defense wieder on point. Rebound und Pass zu Curry. Der nimmt ihn, der macht ihn und dementsprechend starten wir rein mit einem Rebound, zwei Assists. Für alle da draußen, die gerade eben vielleicht frei haben, Urlaub haben, jetzt auch kurz vor Neujahr. Genießt die Zeit. Ich bin gerade eben auch ein bisschen am Relaxen, ein bisschen am Zocken einfach privat. Habe endlich auch mal ein paar Tage frei. Hier und da vielleicht sogar mal am Streamen auf Twitch. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Wir sind immer so, ja, 70, 80 Leute. Immer sehr, sehr schade, wenn man überlegt, ich habe über 30.000 Abonnenten. So die Folgen hier gucken jetzt gerade eben immer so 3.000 Leute. Und dann schaffe ich es nicht mal 100 Leute auf Twitch zu kriegen. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, warum? Warum denkt ihr, ist es so? Also, das ist eine Frage, die mich echt beschäftigt, denn prozentual ist es ja absoluter Wahnsinn, dass von 30.000 Menschen oder selbst von 3.000 Menschen, die Folgen gucken,
nicht mal 100 sagen, hey, ich habe Bock bei den Streams dabei zu sein. Also ich meine, es gibt natürlich auch viele, die gar keine Streams mögen, ja? Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel auf YouTube jetzt streame, letztes Mal habe ich auf meinem Maxsports-Kanal gestreamt, da waren direkt 300, 400 Leute am Start und so, ich raff's nicht, also... Deswegen, ja, ihr wisst es ja auch, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angekündigt im Podcast, ich habe es auf Insta rausgehauen, ich werde 2021 mit NBA 2K aufhören, denn für mich ist das nichts mehr, was, also zum einen mein Feuer natürlich nach 5-6 Jahren ist auch jetzt nicht mehr das gleiche wie noch zu Beginn, aber zum einen ist es natürlich rein aus geschäftsmäßiger Perspektive. Und mittlerweile muss man da auch einfach ganz klar sagen, es ist ein Einkommen für mich geworden, YouTube, und auch ein nicht gerade geringer Teil meines Einkommens. Und so, ich sehe einfach keine Perspektive mehr bei NBA 2K. Ich verdiene so mit diesen 2K-Videos bei 3000 Klicks, verdiene ich so ungefähr 5 bis 10 Euro. Ich brauche aber für so eine Aufnahme, alleine für die Aufnahme brauchst du so 30, 40 Minuten, dann nochmal für Schnitt und so weiter, brauchst du auch nochmal 30, 40 Minuten, Thumbnail nochmal 20 Minuten, ja, also so 2 Stunden, dann könntest du euch selber ausrechnen, hast du einen Stundenlohn von vielleicht 5 Euro und so, das rechnet sich für mich einfach nicht mehr und ich habe auch irgendwie keine Lust, mein ganzes Leben lang irgendwie Gameplay-Videos hochzuladen, mit denen ich, ja, mir meine Träume nicht erfüllen kann und auch ich bin ein Mensch, der träumt. Und deswegen, ich will irgendwann mal eine größere Wohnung haben, ich will irgendwie mal eine fette Weltreise machen und so weiter. Und das kann ich mir alles mit sowas kann ich mir das halt einfach nicht erfüllen, ja. Und ich arbeite halt immer, ihr wisst es selber, verdammt viel, weil ich halt nebenbei auch noch meinen anderen Job habe. Und deswegen ist es wie es ist, 2021 ist finito, Schicht im Schacht. Auch gar kein Vorwurf an euch oder so, weil... das Spiel natürlich auch leider in den letzten Jahren vielleicht nicht den Progress gemacht hat, den man sich gewünscht hätte. Aber selbst jetzt kommt die PlayStation 5 Fassung raus und die Leute interessiert es ja trotzdem irgendwie nicht. Und dann denke ich mir halt auch so, mit der Zeit kann ich halt irgendwie was anderes machen, kann irgendwie kreativ sein, kann irgendwelche witzigen Videos mal ausprobieren, kann mal in der NBA-Richtung mal komplett neue Konzepte auch entwickeln. Und deswegen ist das einfach für mich Zeit, wertvolle Zeit, die ja mir letztendlich... mich nicht größer macht, mir keinen Erfolg bringt und kohletechnisch rechnet sich das Ganze auch nicht. So, wir kriegen die nächste Auszeit. Jetzt habe ich euch erstmal schön 2-3 Minuten zugelabert, aber ich kriege auch immer sehr, sehr viele Fragen dazu. Und ich werde auch nochmal ein extra Video dazu hochladen. Ne? Ja, also so ist der aktuelle Stand. Und dementsprechend ist 2021 dann Schluss. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. Wir spielen auf jeden Fall jetzt hier einmal die Finals, versuchen den Titel zu holen mit den Golden State Warriors und generell, dass wir dann hier sagen können, die Karriere ist auch wieder abgeschlossen. Und dann ist wahrscheinlich Schicht im Schacht. Rebuild Challenges wird es zwischendurch auch noch geben. In welchem Ausmaß, kann ich euch aber nicht sagen. Vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Vielleicht auch meine Woche gar nicht. Bam, wieder Mitteldistanzwurf. Haben wir in den letzten Spielen das ein oder andere Mal schon gemacht und das geht ehrlich gesagt ziemlich gut. 4 Punkte, 6 Rebounds. 6 Rebounds jetzt zu dem Zeitpunkt ist schon stabil. Okafor, der echt krasse Post-Moves drauf hat. Also der nimmt hier Draymond das ein oder andere Mal oder auch Wiggins und Co. echt aufs Korn. Pascal. Ja, Curry, ich hinterlauf. Wiggins, der geht ja safe nicht rein. Oh, Wiggins auch so Thema ewiges Talent. Oder, naja, ewiges Talent kann man nicht mal sagen. Jetzt mittlerweile 26 Jahre alt. Der Drops ist gelutscht. Das wird nie der Spieler sein, den wir alle erwartet haben. Und für die Golden State Warriors natürlich bitter. Nach einer etwas längeren Auszeit kommen wir rein und führen mit 4 Punkten. Es sah eigentlich nach einer guten Defense aus. Okay. Gibt 2 Freiwürfe. Und dann natürlich die Frage, die mich immer wieder erreicht. Max, hörst du dann komplett mit NBA-Content auf? Nein, das werde ich nicht tun. Also Max Sports läuft ja ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Da freue ich mich auch über sehr, sehr viele Kommentare, ganz viele Videos mit über 100 Kommentaren. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen ein Fingerzeig, also dass halt Gameplay und auch allgemein Let's Plays halt nicht mehr wirklich interessieren. Bam!
Bam, bam, bam. Und dann müssen wir sagen, da haben wir ja mit 2K auch noch ein gutes Spiel erwischt, weil wenn ich zu einigen anderen Let's Play-Kollegen gucke, die mit mir zeitgleich angefangen haben vor 5, 6 Jahren, dann haben die stellenweise nur noch irgendwie 200 bis 500 Klicks. Also so dieses Let's Play-Thema in der reinen Form, wie man da früher mal Erfolg haben konnte. Shit. Das ist... Oh, wir kriegen den... Oh, da haben wir jetzt gerade Luck gehabt. Ich war eigentlich schon mit dem Kopf in der Transition. Bam. Ja, das Ding ist halt einfach so ein bisschen tot. Außer, wie gesagt, du bist vielleicht der US-Amerikaner, dann funktioniert es natürlich wesentlich besser, weil dein Publikum viel, viel größer ist. Aber ansonsten, ich würde mal fast so sagen, außer vielleicht so 20 bis 30 Leute, die da mit Let's Plays noch irgendwie großen Erfolg haben. Man sieht das selbst bei Gronkh. Also selbst bei, wenn Gronkh jetzt nicht gerade den neuesten Mega-Hype-Titel spielt, dann, ja, hat der stellenweise schlechtere Zahlen als wir bei auf Max Sports, was natürlich auch schon wieder überragend ist und was wir uns in den letzten Jahren da aufgebaut haben in der Basketball-Community, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja, deswegen, 2K. Es ist echt schade, Mann. Es ist echt schade, vor allen Dingen, wenn du rüber guckst in den US-amerikanischen Raum, wie viele YouTuber da einfach mit 2K 100 bis 1 Million Klicks machen und die machen genau die gleichen Gameplay-Videos wie ich oder machen auch Rebuild-Challenges. Aber da ist natürlich einfach die Masse, die die erreichen können, gigantisch. Schade. Und mein Englisch ist da leider nicht fit genug. Und ich glaube, die deutsche Community würde sich dann auch einfach scheiße fühlen, wenn ich dann jetzt anfange, hier Let's Plays auf Englisch hochzuladen. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir da in Zukunft was anderes machen. Alter! Ey, den kann ich ja nicht wirklich daneben machen. Ultimativ peinlich. So, der Ball läuft. Er läuft, aber ohne wirklich eine gute Anspielstation zu finden. Ne? Korb mit dem Rebound. Der Pass kommt. Chris macht ihn nicht, holt sich den Offensiv-Rebound und dann, ja, easy. Aus dem Stand, der Dank. 73-67. Enges Spiel, 11 Punkte, 9 Rebounds. Wir haben bis jetzt scoring-technisch auf jeden Fall noch nicht so reingehauen wie im letzten Spiel. Aber wir haben ja auch gesehen, also selbst wenn wir da im letzten Spiel 40 Punkte auflegen, es ändert irgendwie nichts daran, dass wir nicht in die Starting 5 kommen. Ich wusste es. Oh, Curry stiehlt den und macht die Punkte. Jetzt gegen Zion auf dem Feld. Wallace. Ja. Zion ist so eine Maschine. Aber jetzt haben wir die Chance. Komm, Zion, geh rein in die Zone. Wo bist du, Zion? Boom! Und da kommt der Step Over. Let's go, habt ihr es gesehen? Come on. Einmal zum Gönnen. Bam. Und dann hier. Alter, warum changed der da jedes Mal die Kamera? Bitte. Here we go. Und da ist er natürlich nicht begeistert. Und dann machen wir schnell die Biege. Richtig geil, so richtig. Yo. Und dann. Oh, okay. Der ist sauer. Und ciao. Nice one. 94, 85, JJ Redick. Einer der besten Dreier-Shooter, die wir in der NBA haben. Besonders dieser Dreier aus dem Laufen ist einfach der Wahnsinn. Den kann er wie kein anderer. Wallace. Ich hab den Ball. Pass kommt zu Curry. Der spielt ihn zu Draymond. Unglückliche Aktion. Nein, ich... Wow, stark verteidigt. Sehr, sehr stark verteidigt. Und dann kommt der Block. Auch wenn der jetzt sicherlich ein bisschen lucky war. Komm, Zion, geh rein. Naja, wir wollen ja sauber bleiben. Deswegen sagen wir dieses Wort nicht, aber ihr könnt es euch selber denken. Ey, das wäre jetzt natürlich bitter von Zion.
Nein, habe ich. Pass kommt raus. Und da kommt er mal geschmeidig, der tiefe Midrange Jumper. Ich werde immer wieder gefragt, auf welcher Schwierigkeit ich spiele. Ich spiele auf Hall of Fame. Man sieht das ja auch am Ende immer, wenn das Spiel vorbei ist. Also ganz normal auf Hall of Fame, wenn ein Spieler da stark genug ist und wenn du die Erfahrung hast, dann ist das auch kein Problem, auch dieses Jahr nicht. Zion mit einem eher unglücklichen Abschluss. Wir gehen rein. Hey, das ist eher krass. Also Nahdistanz, da muss ich echt auch mal, wenn ich die Möglichkeit wieder habe, hochleveln. Weil das ist stellenweise schon nicht ganz so geil, wie wir da die ganzen Abschlüsse daneben machen. Marquise Chris holt den. Ich lasse mir mal Blöcke, lasse ich mir momentan fast überhaupt nicht stellen. Ja, nein, keine Freiwürfe, bitte. Fällt. Come on. War klar. Den habe ich leider zu früh losgelassen. 97, 85. Foul von Draymond. Zwei Freiwürfe von Zion. Also eine Rache gibt es höchstwahrscheinlich nicht, aber 18-14 ist natürlich auch schon geschmeidig. Außer jetzt vielleicht. Komm, Zion, geh unter den Korb. Ey, Digga, wie kann ich denn den daneben legen? Jetzt dreh ich langsam echt durch. Also Nahdistanz, Abschlüsse. Ja, Defense. Defense ist on point. Gegen Lonzo. Boom! Gegen Lonzo Ball, den nehme ich auf jeden Fall schon mit. Auch wenn es nicht Zion ist. Nimmt ihn, macht ihn. Ja, da brauchst du nicht mehr drauf gehen. Hallo, ihr liegt mit 8 hinten. Ne? So, stell dich nochmal in den Weg, dann begrabe ich dich noch einmal. Dann begrabe ich dich noch einmal. 22-14. Ja, also schöne Deadline. Leider ohne jetzt. Und ja, nochmal für die Community. Ach, schade. Schade, schade, schade. Junior, Nikki needs a few minutes. Come over here. All right, cool. Hey, Nikki. Hi. That Junior. Yes, Junior. All right. Hey. Are you ready to do this? Let's do it. Okay, cool. Ready? Great, great. We're on 3, 2. Okay, that was an incredible fourth quarter you had to close out the game. You refused to let this game get away from you. Yeah, yeah. I did this one for the fans. Yeah, I knew I had to step up my game in the fourth quarter, so I went out there and did just that. Losing this one would have been a tough one for everybody. And you know what? I wasn't gonna let it happen. Well, it's great. It's a strong will to win leading the way. So, Junior, everybody, thank you. Thank you. Great job getting into the paint for easy buckets tonight. What was the key there? Well, you know, if I gotta be honest, I felt like a key out there. Getting wherever I wanted to with style, with toughness, and whew, boy, was I graceful. Just like that Kia. Wow, that's very poetic, Junior. You know it comes naturally, Mike. Ich glaube, was er eigentlich sagen wollte, wow, das ist echt eine richtig schlechte Produktplatzierung von Kia. 22 Punkte, 15 Rebounds. Ja. Ach, nächstes Max Gesamt. Okay, alles klar, ich muss es zurücknehmen. Ich habe mich verlesen das letzte Mal. Ich habe gedacht, wir kommen auf eine 90, aber wir haben gerade die 89 erreicht. Und die nächste Stufe ist dann quasi die 90. Alles, muss ich alles zurücknehmen. Fans gibt es auch wieder ordentlich obendrauf. Team Chemistry ist sowieso fast immer bei 100%.
Glückwunsch zur Auszeichnung als Rookie des Monats. Es macht wahnsinnig Spaß zu sehen, wie gut sie sich in der Liga zurechtfinden. Und wir sind immens stolz, mit welcher Einstellung sie ihre Arbeit jeden Tag attackieren. Wenn sie so weitermachen, wer weiß, was sie dann erreichen können. Ja, wie wär's mal mit der Starting Five? Das wäre doch mal ein ultimativ geiler... Das wäre doch mal ultimativ nice. Jetzt habe ich schon wieder... Ich habe doch erst letztens eine Defense-Badge bekommen. Verbessert die Fähigkeit, Würfe zu blocken. Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass auf dich gedankt wird und gibt einen Boost auf die Entfestleiste von Blockern mit Spielern. Ja. Come on. Verbessert die Fähigkeit des Verteidigers, Post-Moves, um Backdowns zu verteidigen. Rebound-Jäger brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch so schon mega hin. Machen wir jetzt mal so. Okay. Ich weiß nicht. Also wir sind ja hier in der Starting Five. Also entweder ist es jetzt dann endlich mal so weit oder... Also wir sind wahrscheinlich schon lange in der Starting Five, nur ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass sich das Spiel irgendwie aufgehangen hat und wir diese Zwischensequenz einfach nicht bekommen. Weil wir sehen hier, klar, wir sind in der Starting Five über Hendricks Kopp, der übrigens auch immer noch nicht getradet wurde. Andrew Wiggins ist schon lange nur noch siebter Mann. Also ganz, ganz komisch. Ah, I don't know. Das nächste Mal... Spielen wir gegen die... Ja, komm, wir spielen gegen die Timberwolves und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. James Harden ist natürlich auch immer geil, Devin Booker geil, Luka Doncic geil. Wir müssen allerdings natürlich auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Wir stehen übrigens bei 22,8. Ihr seht das hier, also wir sind hinter den Los Angeles Lakers und vor den Pelicans auf der anderen Seite. Die Celtics sind auf der 1, die Brooklyn Nets sind auf der 2. Für heute sind wir jetzt allerdings erstmal raus. Gerne die Glocke aktivieren, einen Daumen da lassen und dann geht's das nächste Mal weiter. Bis dann, Leute. Ciao.